Hallo alle zusammen. Hier sehen Sie, wie Sie den Hypervisor WMWRC auf dem HP ProLiant DL380P Server installieren. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Daten von der WMWVisor und WMFC-Dateisystem partitionieren, der virtuellen Maschine wiederherstellen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Mit Hypervisor können Sie Server virtualisieren, um Ihre IT-Infrastruktur zu verwalten. Sie können die Anwendung konsolidieren und gleichzeitig Zeit und Ressourcen sparen. Dieses Video konzentriert sich auf dem Hypervisor VSPR SCXI von VMware. Das Kernpaket von VMware VSPR enthält zwei Kernkomponenten, SCI und wie Server. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie die SCX1.7-Version auf Ihren Server installieren. VMware X ist ein Hypervisor, der auf einen physischen Server installiert wird und es Ihnen ermöglicht, mehrere Betriebssysteme auf einen einzigen Hostcomputer auszuführen. Diese Betriebssysteme laufen getrennt voneinander, können aber über das Netzwerk kommunizieren. Es gibt eine kostenpflichtige und eine kostenlose Version von VMware ASXI. Der Funktionsumfang der kostenlosen Version ist etwas eingeschränkt. Sie ermöglicht die Konsolidierung einer begrenzten Anzahl von Betriebssystemen auf einen einzigen Computer und kann nicht über einen zentralen Management-Server wie Server verwaltet werden. Die kostenlose Version des Hypervisors stellt jedoch eine Verbindung zu entfernten Speichern her, auf denen virtuelle Maschinen erstellt, gespeichert und verwendet werden können. So, nun mehrere Details zur Installation. Bevor Sie der ASXI-Installation beginnen, müssen Sie zunächst das Installation-Image herunterladen. Sie können es von der offiziellen VMware-Website herunterladen. Erst nach der Registrierung erhalten Sie einen Link zum Herunterladen des kostenlosen Version des Hypervisors. 60 Tage lang ist eine Testphase vorgesehen, die ausreicht, um sich mit diesem System vertraut zu machen. Nachdem Sie das Image heruntergeladen haben, müssen Sie es auf USB-Flash-Laufwerk oder eine Diskette schreiben. Um ein bootfähiges Medium zu erstellen, können Sie jedes verfügbare Tools verwenden, das diese Funktion unterstützt, zum Beispiel Rufus. Sobald das Boot-Medium fertig ist, können Sie mit der Installation beginnen. Sie werden ASXI7 auf dem HP ProLiant DL380P Server und ohne Betriebssystem installieren. Starten Sie von einem Installationsflashlaufwerk oder einer Diskette. Wählen Sie das Installationsmedium und drücken Sie die Eingabetaste, um den Installationsvorgang zu starten. Sie sollten dann sehen, wie das ASXI Installationsprogramm hochfährt. Sie sollten dann eine kurze Systemübersicht des Servers sehen und mit der Installierung und dem Laden von Komponenten fortfahren. Wenn Sie fertig sind, sollten Sie die Aufforderung des ASXI-Installationsprogramms sehen, drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren oder es, um abzusprechen. Als nächstes müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren, drücken Sie F11, wonach ein Scan der verfügbaren Speichergeräte für die Installation des Systems beginnt. Das Programm hat die Festplatte erkannt, drücken Sie die Eingabetaste und die Installation auf diesem Laufwerk
fortzusetzen. Ändern Sie nicht an den Tastatureinstellungen, belassen Sie in der Voreinstellung US Default, übernehmen Sie die Enter-Taste. Das Installationsprogramm fordert Sie auf, ein Passwort festzulegen, mit dem Sie sich an der SXI-Verwaltungskonsole anmelden können. Geben Sie das Passwort ein und noch einmal zur Bestätigung, dann drücken Sie die Eingabetaste. In meinem Fall meldet das Installationssystem, dass der Prozessor dieses Host in zukünftigen Versionen von SXI möglicherweise nicht unterstützt wird. Um fortzufahren, müssen Sie die Eingabetaste drücken. Das Installationsprogramm fragt nach einer Bestätigung für die Installation, drücken Sie F11, dann sollte die Installation beginnen. Nach der Installation werden Sie aufgefordert, das Installationslaufwerk zu deinstallieren und drücken Sie die Eingabetaste, um neu zu starten. Damit ist der Installationsvorgang abgeschlossen, warten Sie auf den neuen Start des Servers. So, das System läuft. Oben stehen kurze Charakteristiken des Servers und darunter die IP-Adresse des Servers, über die Sie sich mit ihm im Netzwerk verbinden können. Bei Bedarf können Sie dies in den Einstellungen ändern. Sie können das Einstellungsmenü öffnen, indem Sie die Taste F2 drücken und Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort als Root eingeben. Im Einstellungsmenü sind die folgenden Funktionen verfügbar: Kontopasswort ändern, Netzwerk konfigurieren, Netzwerkmanager zurücksetzen, Tastaturkonfiguration konfigurieren, Logdatei einsehen und zur direkten Konsole gelangen. Ganz unten steht Systemeinstellungen zurücksetzen. Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt. Nach der Konfiguration können Sie sich von einem anderen PC im Netzwerk mit dem Server verbinden. Öffnen Sie den Browser und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein. Akzeptieren Sie die Gefahr eines nicht vertrauenswürdigen Zertifikats. Gehen Sie auf der sich öffnenden Seite die Anmeldedaten des Benutzers an. Das Passwort, das Sie bei der SXI-Installation angegeben haben, klicken Sie auf Anmelden. So sieht VMware-Hypervisor aus. Hier wird die SXI-Version ausgeführt und der Zustand ist nicht mit dem vCenter-Server verbunden. Der nächste Schritt ist die Bereitstellung und Konfiguration der virtuellen Maschine. Das System hat den Speicher erkannt, den Festplatten-Typ identifiziert und einen Teil der Daten der virtuellen Maschinen zugewiesen. Sie können auch die Netzwerkparameter sehen. Öffnen Sie den Navigator und gehen Sie auf die Registerkarte virtuelle Maschinen. Klicken Sie im rechten Fenster auf Create Register VM und wählen Sie das entsprechende Element. Erstellen Sie eine neue virtuelle Maschine, bereitstellen eine virtuelle Maschine aus einer Datei und registrieren Sie eine vorhandene virtuelle Maschine. Wir müssen eine neue erstellen, den ersten Punkt auswählen und auf Next weiterklicken. Im nächsten Schritt geben Sie dem zukünftigen Rechner einen Namen, wählen Sie Betriebssystemfamilie und die Version aus. Klicken Sie auf Next. Wählen den Speicher aus und klicken wieder auf Next. Auf der Registerkarte virtuelle Hardware geben Sie die Parameter der zukünftigen virtuellen Maschine an. Gehen Sie die Anzahl der Prozessoren und die Menge des Arbeitsspeichers an, die der virtuellen Maschine zugewiesen werden soll. Geben Sie als nächstes die Größe des Festplattes an. Wählen Sie in der Gruppe CD-DVD-Laufwerkeinstellungen den Laufwerktyp. Details Store ICO File, dann öffnen Sie das Dateiauswahlfenster. Vergessen Sie in diesem Schritt der Einrichtung nicht, das Kontrollkästchen beim Start verbinden zu aktivieren, da das System sonst nicht von der Festplatte bootet. Als letztes klicken Sie im geöffneten Fenster oben auf Upload, Hochladen und geben den Pfad zu Ihrem zuvor heruntergeladenen Betriebssystem ICO MH an. Klicken Sie dann auf Öffnen und warten, bis der Download abgeschlossen ist. Markieren Sie es dann und klicken Sie auf Auswählen. Next.
Überprüfen Sie die Parameter und klicken Sie auf Fertigstellen, woraufhin die neue Maschine in der Liste der virtuellen Maschinen erscheint. Jetzt müssen Sie es nur noch ausführen und das Betriebssystem installieren. Markieren Sie die virtuelle Maschine und drücken Sie Power On. Um vom virtuellen Laufwerk zu starten, müssen Sie eine beliebige Taste drücken. Der Prozess der Installation eines Betriebssystems in einer virtuellen Maschine unterscheidet sich nicht von einer normalen Installation. Folgen Sie einfach den Schritten des Installationsprogramms. Sobald das Betriebssystem aus der virtuellen Maschine installiert ist, können Sie es starten und verwenden. So stellen Sie verlorene Daten von der virtuellen XI-VM-Visor-Maschine wieder her. Es ist bekannt, dass die Dateien von virtuellen Maschinen des ESXi-Hypervisors auf der Festplatte in Partitionen mit dem FMFS-Dateisystem gespeichert werden. Das Hauptproblem besteht darin, dass bei einem Ausfall des ESXi-Hochs die auf den Festplatten verbleibenden Informationen ohne zusätzliche Software nicht funktionieren. Das liegt daran, dass die klassischen Windows- und Linux-Betriebssysteme standardmäßig keine Partitionen mit dem FMFC-Dateisystem sehen. Admin Partition Recovery unterstützt derzeit nicht das FMFS-Dateisystem, aber Sie können es verwenden, um Daten von einem Datenträger mit diesem Dateisystem zu scannen und zu extrahieren. Wie Sie versehentlich wichtige Daten innerhalb der virtuellen Maschine gelöscht haben, installieren Sie einfach das Programm, führen es aus und scannen das Laufwerk, um den sich die versehentlich gelöschten Dateien befanden. Das Programm wird diese Dateien finden und Sie können sie wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk aus, von dem Sie die verlorenen Daten wiederherstellen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse und klicken Sie auf Weiter. Warten Sie, bis der Scanvorgang abgeschlossen ist. Wenn es fertig ist, navigieren Sie zu dem Verzeichnis mit den gelöschten Dateien. Wie Sie sehen können, konnte das Programm Sie leicht finden. Die gelöschten Dateien sind mit einem roten Kreuz markiert. Wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie den Pfad, in dem Sie gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Sobald Sie fertig sind, befinden Sie sich in dem angegebenen Verzeichnis. Wenn das Betriebssystem des Servers beschädigt ist oder ein kritischer Fehler im Host auftritt, wird die Datenrettung etwas komplizierter, denn durch einfaches Anschließen der Festplatte an einen PC mit funktionierenden Betriebssystemen können Sie keine Informationen von ihr abrufen. Admin Partition Recovery findet bei der Analyse im Suchmodus nach Informationen des NTFS-Dateisystems Daten auf Partitionen eines Laufwerks mit einem FMF-Dateisystem. Als Ergebnis können Sie die Daten der virtuellen Windows-Maschinen von der Festplatte abrufen. Öffnen Sie das Programm, wählen Sie die Partition mit den Dateien der virtuellen Maschine aus und führen Sie die Analyse aus. In diesem Fall ist der Schnellscan nicht verfügbar. Wählen Sie vollständige Analyse, geben Sie das Dateisystem der Festplatte der virtuellen Maschine an, in meinem Fall ist es NTFS Windows Dateisystem, und klicken Sie auf Weiter. Wie Sie sehen können, konnte das Programm keine Partition der virtuellen Windows Maschine mit NTFS Dateisystem finden, die sich im FMF Dateisystem Volumen befindet. Öffnen Sie die gefundene Partition und sehen Sie folgendes: Das Dienstprogramm zeigt alle Dateien an, auch solche, die zuvor gelöscht wurden. Sie sind mit einem roten Kreuz markiert. Wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie an, wo sie gespeichert werden sollen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.